Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video. Season 3 nähert sich dem Ende zu und wir haben bereits einen Trailer zu Season 4 bekommen. Season 4 wird am 23.09. erscheinen, also nächsten Donnerstag, und wir haben schon einiges Neues im Trailer sehen können. Bevor wir loslegen, will ich einmal kurz anmerken, dass über 96% von euch ohne Abo schauen, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Jetzt aber zum Trailer. Was hat man denn Neues sehen können? Man sieht zu Beginn des Trailers eine neue Flaschenpost, die aussieht, als hätte sie sich eine lange Zeit unter Wasser befunden. Wahrscheinlich führt diese Flaschenpost bzw. die Missionen der Flaschenpost zu den neuen Gebieten, aber dazu kommen wir gleich. Als nächstes sieht man allerlei Schätze, die alle das gleiche bzw. ein ähnliches Aussehen wie die Flaschenpost haben. Was auch sehr zum Spekulieren einlädt, sind die zwei neuen Gegenstände, die wir hier sehen können. Und zwar einmal das nicht so spannende, und zwar diese kleinen Boxen hier. Wo man die abgeben kann, weiß man nicht. Man glaubt zum Handelsbund, aber das könnte auch genauso vielleicht irgendein Seelenstaub sein oder sowas. Oder von irgendeinem, keine Ahnung, Skelett oder so, könnte auch zum Seelenohren gehen, was auch immer. Was aber interessanter ist, sind zum Beispiel diese Zaubertränke. Was sie bewirken, was für Effekte sie haben oder ob sie vielleicht auch einfach nur Gegenstände zum Verkaufen sind. Das wissen wir natürlich alles nicht und werden wir wahrscheinlich auch erst zum Release von Season 4 rausfinden. Danach sehen wir, wie das Ganze in die Tiefen der Meere geht, und vielleicht bekommen wir mit Season 4 ein oder mehrere Gebiete, die sich unterhalb des Meeres befinden. Man sieht sogar, dass da unten eine bestimmte Architektur mal war und dass irgendwas schon mal vorher dort gelebt hat. Es gab vor ein paar Tagen einen Twitter-Post von Sea of Thieves, wo bestimmte Gebiete in Sea of Thieves in bestimmte Zonen unterteilt wurden. Was diese Zonen darstellen, wusste man vorher noch nicht, und vielleicht könnten das bestimmte Gebiete sein, wo wir eventuell unter Wasser auf Abenteuer gehen können. Das Ganze würde jetzt auch wieder mit den Zaubertränken zusammenpassen. Da könnte man dann so Effekte vielleicht zusammenbauen, sowas wie, keine Ahnung, wenn du jetzt einen blauen Zaubertrank hast, ist deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht unter Wasser. Wenn du einen roten trinkst, kannst du nicht von Haien aufgespürt werden. Oder zum Beispiel einen grünen, der dich von irgendwelchen Gefahren unter Wasser schützt. Ich könnte mir einfach sehr gut vorstellen, dass Rare diesen Weg gehen würde, denn da könnte man wirklich extrem viele Sachen mitmachen. Man sieht ja auch zum Beispiel an diesen ganzen Cursed-Kanonenkugeln, dass sie dort auch ganz viele Effekte reingeballert haben, und deswegen könnte man auch sehr gut das Ganze mit irgendwelchen Tränken machen, die man vielleicht dann im Unterwasserbereich benutzen könnte. Wie das Ganze nun kommen wird, wissen wir natürlich alles nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf Season 4, bin ganz gespannt darauf, was kommen wird. Ich werde mich einfach überraschen lassen und ja. So, das war's nochmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt mir gerne anhand eines Abos, auch wenn ihr einer von diesen 96% seid. Ja, und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.